Hallihallo Leute, ich begrüße euch heute mal wieder bei einem bisschen was. Nein, wobei nicht ganz richtig, nur das Ganze hier nennt sich Warframe. Ist okay, Ordes. Das Ganze habe ich vor einiger Zeit, ich glaube vor ein, zwei Jahren im Stream schon mal ein bisschen gespielt. Damals mit ein paar Leuten zusammen, vor allem, ich war eigentlich noch Sauron dabei, weil ich glaube Orgnolf. Hab's damals aber nicht richtig gut gefunden, weil ich vor allem darunter litt, dass die Jungs das Spiel kannten und wussten, was man machen muss und mich da mehr oder weniger durchgezogen haben, was mich persönlich auf Dauer sehr frustriert hat, weil ich sowas nicht mag. Aber ich hatte irgendwie heute einfach mal Bock, wieder zu spielen und dachte mir dann, hey, wenn ich spiele, kann ich das Ganze auch einfach aufnehmen, weil warum nicht? Bin hier, es hat sich viel getan, mittlerweile hat man hier so ein Schiff, auf dem man reist und aktiv ist. Wo ich jetzt so die Basis-Story-Elemente mache, um mir Sachen freizuschalten. Es gäbe hier Invasionen, wobei ich damit noch nicht wirklich was zu tun habe. Alarmierung interessiert mich auch nicht so wirklich. Es gibt hier irgendwas, ein Event, was ich aber nicht wirklich anklicken kann. Ich weiß, wo ich hin muss, aber ich kann in der Story weitermachen. Als nächstes kriege ich ein Schmiedesegment, was ich sowieso haben will. Ist auf die Oberfläche, um zu sehen, was da passiert ist. Okay, dort kann ich was anfangen. Dann kann ich mir Sachen in Blueprints schmieden, also kann quasi dann Items craften. Ja, sonst zu Warframe selbst. Warframe ist ein Free-to-Play-Ego-Shooter, das beschreibt das Ganze ziemlich gut. Indem man halt, man kann mit Teams, glaube ich, bis zu 4 Leuten zusammenarbeiten, muss immer wieder Missionen machen und kann sich da halt Zeug freischalten. Man farmt im Endeffekt Material, Geld und Ausrüstung, Blaupausen, die man dann aus dem Material bauen kann. Wie ich gerade vorführen kann, hat man eine Nahkampfwaffe, dieses hübsche Schwert, wobei man auch andere bekommen kann, craften kann, hat eine Fernkampfwaffe, eine Primärwaffe, ein Gewehr und eine Pistole. In dem Fall hier, das ist das Gewehr. Und da habe ich habe so Doppelpistolen. Ich spiele momentan mit dem Warframe, das sind ja diese Charaktere, Volt, habe ich mir heute geholt, weil ich tatsächlich den ich von früher noch hatte, nicht wirklich Bock drauf hatte, sagen wir so. Und deswegen entschieden habe, ich guck mal, was preiswert bekommbar ist. Und der hier ist tatsächlich mit einer der preiswertesten. Gefällt mir aber ganz gut. Kann mit seinen Skills bisher Blitze werfen. Außerdem muss ich mal schauen, wie laut bin ich eigentlich. Ah, das Spiel ist schon ziemlich laut, aber ich sollte darüber zu hören sein. Sonst lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren, ob ich das Spiel leiser machen sollte oder nicht. Man kann sich auf dieser Mission hier recht frei rumbewegen. Sollte man nach diesen blitzenden Dingern, Containern suchen, weil man halt Zeug rausbekommt, wobei meine Munition gerade voll ist. Kann sich aber auch weiter umschauen. Das Gelbe auf der Karte ist immer Markierung, wo man hin sollte. Das heißt aber nicht, dass man da zwangsweise nur lang gehen kann. Kann sich ja dann auch weiter umgucken. Es gibt neben dem Gewehr noch verschiedene Sachen wie Schrotflinten und Sniper. Ich glaube, Schrotflinten kann man auch als Pistolen nehmen, aber so viel habe ich da noch nicht freigeschaltet. Ich habe halt die Standardausrüstung. Mehr oder weniger. Will halt das Schmiedemodul haben, weil dann kann ich mir für Credits Blaupausen kaufen. Und kann dann mit diesen Blaupausen wiederum mir neue Sachen craften. Kommt da eigentlich runter? Ja, ich könnte mit dem Aufzug fahren, aber dann fahren wir wahrscheinlich von dem, wo wir hin müssen, weg. Ich will nur mal hier ein bisschen gucken und hoffen, dass man hier noch ein bisschen Loot findet. Was zu allen Items noch dazu kommt, sind sogenannte Verbesserungen, sogenannte Modifikationen, mit denen man die dann aufrüsten kann. Da kriegt man dann einen Haufen Faktoren rein. Da kommt es dann halt in dieses RPG-Grind-like-Spiel rein, dass man dann muss man sich halt bessere Module erspielen, die dann halt bessere Sachen können. Das ist halt dann tatsächlich wie sowas in Diablo 3, wie man sich dort Items grindet. Aber an sich finde ich das Kampfsystem eigentlich sehr cool. Man hat hier zum Beispiel so Slow-Motion-Dinge, die man mit nutzen kann, wenn man springt. Ich sollte da nicht zu weit runter, weil ich nicht. Aber doch, das ist alles okay. Da kann ich nirgendwo abstürzen. Also ist an sich von der Steuerung her sehr cool. Es gibt auch sehr, sehr coole Skills, die so Sachen können wie. Ich tausche mit dem Gegner Positionen und bin dann hinter ihm oder sowas. Da gibt es coole Sachen. Der Luki, den ich als anderen Charakter noch habe, kann das. Aber mit dem bin ich noch nicht ganz warm geworden. Das war ein Gegner. Lass mich rein. Ich muss, um durch die Tür zu kommen, muss ich dieses Ding hier wahrscheinlich knacken. Na, komm schon. Nee, ist nur Kartoffel. Oh, okay, doch nicht. An sich bin ich ein Fan von Nahkampf, weil das spart mir Munition. Wir müssen da hinten hin weiter. Aber trotzdem mal schauen, ob es hier noch was gibt. Alter, da liegen halt überall Credits mit drin, unter anderem. Und die braucht man dann halt in Massen für Ausrüstung. Deswegen lohnt sich. Also generell finde ich die Idee von Warframe richtig geil. Cyberspiel, wo man sich Zeug grindet. Super Sache das. Ich müsste eigentlich auch wieder eine Chance haben, da hochzukommen. Oder war ich da oben schon? Ich war da oben schon.
wo man sich Sachen grindet und einen schönen Koop-Modus hat. Problem an der Sache ist halt nur, wenn quasi die Teamkollegen zu gut sind, dann ist es halt lame. Beziehungsweise wenn halt die Teamkollegen wissen, wie es funktioniert und ich nicht, dann ist es halt, die rushen durch und machen die Sachen und ich stehe daneben und kriege halt nichts ab. Das ist Energie, die brauche ich für meine Skills. Wobei ich halt mit diesem Charakter bisher jetzt auch nur ein Skill erstmal freigeschaltet habe. Da muss ich den erst aufleveln, um mehr zu können. Können wir ich gleich mal ausprobieren. Und sonst, man kann verschiedene Kampfstile machen. Also du kannst zum Beispiel auf Nahkampf gehen, auf Fernkampf oder was dann halt gerade liegt, wenn man Bock drauf hat. Und das Ganze hat auch tatsächlich sowas wie eine Meta-Story, durch die man sich... Das ist mein Skill übrigens. Watch. Voll cool. Eine Meta-Story, durch die man sich durcharbeitet. Da geht es im Endeffekt darum, dass man ein Thanos ist. Das ist wohl eine Alien-Art-Variante, die diese Warframe-Kampfanzüge nutzen können. Warframe sind halt diese Kampfanzüge. Man, wie gesagt, kann verschiedene davon bekommen. Und man ist halt jemand, der die nutzen kann und musste von einem Alien-Commander im Endeffekt in seiner Truppe fliehen, als man angegriffen wurde. Das ist so jetzt in diesem Teil jetzt die Story. Ich glaube, früher war es noch anders. Das war auch so ein Punkt von, als ich das früher gespielt habe, war halt nicht wirklich ersichtlich, worum es eigentlich in den Missionen geht. Aber wie man dazu kommt, mittlerweile hat man da halt schon so eine coole Meta-Story, die halt sagt, wir müssen halt erstmal, wir mussten erstmal entkommen am Anfang in der Tutorial-Mission und mussten uns dann stückweise Teile für unser Schiff finden, damit wir das nutzen können und müssen dann halt darauf aufbauen, weiter gegen die kämpfen. Es gibt hier Fraktionen im Spiel. Man kann wahrscheinlich später dann entscheiden, für welche Fraktion man arbeiten will, wo man hinkommen will, storytechnisch. Hoffe ich mal zumindest. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie viele Videos ich hierzu machen werde, aber ich hatte einfach mal Bock zu spielen, dann kann ich das ja auch aufnehmen. Wie gesagt, ob das dann hinter, ob das was Regelmäßiges wird, wie viel das wird, keine Ahnung. Lasst mir aber gerne Feedback dazu da. Ihr kennt ja die goldene Regel, wenn viele Leute zugucken und viele Kommentare schreiben, macht es halt auch mehr Spaß zu spielen und Videos zu machen. Und ja, das Ganze hat ist eigentlich ein Koop-Spiel, aber die haben mich entdeckt. So, jetzt ist der Alarm wieder aus, jetzt können wir uns in Ruhe um die kümmern. Es ist prinzipiell ein Koop-Spiel. Ich werde auch mal zusehen, ob ich das nicht entweder im Koop spiele. Aber erstmal bin ich sehr froh, das alleine zu spielen, weil dann kann ich mir das nämlich in Ruhe angucken. Wie gesagt, als ich das letzte Mal gespielt habe, habe ich das halt... Was machst du denn da? Auf Dauer halt recht schnell entmutigt zu spielen, dass halt, wenn halt Leute da sind, die das Spiel kennen und einen durchziehen, weil im Endeffekt, ja, wenn man hat, der weiß, was er macht, der kriegt dann halt sehr schnell durch die Mission durch und selbst wenn das Spiel, ach, das müssen wir haben, selbst wenn das Spiel Leute runterskaliert, damit sie eine angemessenere Chance haben. Okay, wir müssen Leute umbringen. Soon the worm will be in your spine, and I will control this warframe of yours. Ja, das ist der. I will purge your doting mother and bring you home. Das ist der Typ, von dem ich angesprochen habe, der uns da am Anfang gefangen nehmen wollte. Wo wir so gerade eben entkommen sind. Wie gesagt, also ich finde es sehr, sehr frustrierend, wenn es halt, wenn man quasi Leute hat, die es einfach besser können und einen durchziehen. Weil das macht Spaß, wenn man an dem Punkt ist, wovon ich grinde. Dann ist es natürlich cool, wenn man Leute hat, die einen durchziehen. Aber bis dahin will ich halt irgendwo auf einem Level sein von, ich will das Spiel selber lernen. Ich will mich nicht hinstellen und quasi alles vorgeführt bekommen. Fuck, den kriegen wir so nicht. Und ja, so hat es uns gerade umgehauen. Wir können uns wiederbeleben. Wobei man pro Tag, pro Warframe eine begrenzte Anzahl an Wiederbelebungen hat. Und deswegen da ein bisschen auch aufpassen muss. Die soll ich eigentlich nicht verbrauchen, aber irgendwie war der mir gerade doch überlegen. Dabei habe ich extra Modifikationen auf mir drauf, damit ich in der Lage bin, mehr Lebenspunkte zu haben. Sonst habe ich eigentlich weniger. Da noch durch. Ja, da ist auch jemand hinter. Das sah aus, als wäre der mit Leuchten, aber ist das nicht. Oh, hallo. Ja, wir haben oben, wie man sieht, ein Schild und Lebenspunkte. Der Schild ist halt in der Lage, sich wieder aufzufüllen. Die Lebenspunkte muss man heilen.
Die Mechanik kennt man ja aus vielen Spielen. Finde ich gut. Wir haben eine Stufenaufstieg. Wir sind auf Level 3. Die weiße Leiste darunter ist unsere Stufenaufstieg. Wir haben gerade den Stufenaufstieg geschafft. Shit, da haben wir nicht genug Reichweite gehabt. Oh, da haben wir was gefunden, einen Rüstungsbonus. Generell gilt, ich finde ja als Anfänger erstmal nur sogenannte beschädigte Modifikationen. Das sind halt Anfängerausrüstung, die lässt sich leichter einrichten, kann aber nicht so gut werden, so wie ich das verstanden habe. Aber ist halt gut für den Anfang, wenn man Sachen hochleveln will. Oder halt auch später, wenn man, so habe ich gelesen, dass es einem auch hilft, wenn man später versucht, Ausrüstung hochzuleveln. Wenn man die Sachen halt da leicht einbauen kann. Und man muss Ausrüstungshochleveln tatsächlich machen, indem man sie einsetzt. Sprich, ich muss mit Waffen schießen, damit meine Waffen besser werden. Ja, das war Geld, das nehmen wir natürlich noch gerne. Wobei meine Schusswaffe mit Level 10 jetzt schon gar nicht so schlecht ist. Ich weiß aber nicht mehr, wann ich die ausgebaut habe dahin. Aber die hatte ich noch auf Level 10. Ich weiß nicht, wo man da tatsächlich angefangen hätte. Außerdem sollten wir eigentlich wieder... Genau, wieder auf unsere Schusswaffe gehen. Man kann halt, wie gesagt, wechseln auf Nahkampf, Fernkampf. Kann aber jederzeit mit Nahkampf zuhauen. Aber wenn wir in diesem Nahkampfmodus sind, kann ich halt hiermit... Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte tatsächlich das. Dann kann ich irgendwie die Waffe stärker machen. Und sie halt hier cooler zuhaut. Level 10 Scunter ist die Waffe und wie gesagt, mein Gewehr ist ein Level 11 MK1 Brayton. Ich glaube, bei Level 5 hat man einfach mal angefangen, aber ich habe halt damals schon ein bisschen die Waffen gelevelt gehabt und ein bisschen gespielt gehabt. Mein anderer Charakter war auch schon Level 8, was wahrscheinlich für die erfahrenen Spieler jetzt echt nicht viel ist. Aber besser als der, den ich jetzt habe. Und wir haben alle besiegt, die wir brauchten. Sehr schön. Können hier wieder abhauen. Weil da noch irgendeine Anzeige ist, oben rot. Sneak Attack, sehr schön. Stealth Skill extra Erfahrung 100%. Cool, nehme ich. Da oben ist eine kleine Zeitanzeige, weil ich nicht weiß, was ich von der halten soll. Da war kein Stealth Skill möglich, die hatten mich vorher gesehen. Bisschen Credits. Credits ist immer gut. Wie gesagt, die müssen wir grinden. Für Ausrüstung. Da ist einer da. Das Gute ist, gerade ist kein anderer da und hier können wir das You've Been Seen wieder deaktivieren, indem wir das einfach ausmachen. Ich muss halt immer zeitpassend Leertaste drücken. Ist eigentlich für ein Hacking-System cool genug, um es halt im Kampf schnell zu machen, weil man halt, es geht nicht super schnell, aber man muss halt was machen und man hängt selbst davon ab und man kann halt quasi, wenn man gut ist, schafft man es schneller. Extra Erfahrung. Und wo muss ich hier lang? Aber wo? Kann ich das da oben kaputt schießen? Ja, sweet. Hier müssen wir weiter. Was ist das für ein Raum? Okay. Interessant. Diese Dinger sind auch cool. Wenn die funktionieren. Ja. Wenn die auf der Seite hilft, ist mir doch, es hätte eigentlich funktionieren müssen. Ich bin wahrscheinlich nur zu doof gewesen, es richtig zu benutzen. Mist, da war doch gerade irgendwas, oder habe ich das einfach falsch gesehen? Eigentlich sollte das nämlich in der Lage sein, mich auf dieses Seil da drauf zu bringen. Autsch, ja, deswegen. Also kommen wir zum Glück auch rüber. Mission erfolgreich. Sweet! Mission complete. Excellent work. Das waren 15 Minuten, die ich da jetzt zugebracht habe. Wow. Krass. Was haben wir gefunden? Raserei, Angriffsgeschwindigkeit, Schädigung gegen Korps. Schädigung gegen irgendwas. Flammenschlag, Beschädigung, Hitzeschaden. Die anderen habe ich nicht mitgekommen. Aber kriegen wir gleich nochmal eine Übersicht. Nicht genau jetzt.
Steinfaust. Beschädigung, Rüstung. Rüstung werden sicherlich interessant. Da ist unser Fortschritt. Da ist das, was wir für die Waffen jeweils noch bekommen haben. Wobei halt die... Das Blau hat sie im Spiel gemacht und das nochmal zusätzlich. Weil ich sie halt viel benutze. Und wir haben jetzt ein Schmiedesegment. Nein, ich baue nicht so viel. Ich muss jetzt nur schauen, wo das ist, weil das ist irgendwie ein bisschen buggy. Ich vermute, dass es das hier ist, aber teilweise wurde mir das einfach auch nicht richtig angezeigt. Das erste Mal, als ich das Spiel neu stand, um herauszufinden, wie ich auf Missionen gehen kann. Weil die einfach nicht getriggert haben. Das war ein bisschen lame. So, Schmiede. Das hätte ich hier. Here, the operator will craft many powerful weapons and tools to exact revenge for dismantling me. Dismantling me, sehr schön. Das kann ich schon abholen. Das haben wir für eine Mission bekommen als Waffe und könnten es jetzt auch selber bauen. Dann sehen wir, was wir jeweils brauchen. Akaris, das muss ich, das ist ein Ding, was an meinem dran haftet. So, eigentlich sollte ich das wahrscheinlich versuchen zu bekommen. Wir brauchen dafür Bergungsgut und Morphide. Das Arcades ist dieses Ding, was dort links an unserem Bein hängt. Aha, ja, da wird die nächste Mission. Aber ich möchte jetzt gerne mal schauen, was dieses wert ist. You may want to get a new ship Cephalon, when you can afford it. That one seems glitched. I've marked your navigation with a place I know. It's good for resources, if you can stand the cold. Okay, interessant. Wir hatten jetzt hier das. Weniger Schnittschaden, mehr Einschlag. Crit-Multiplayer runter, das kommt ja, dass ich da einen Bonus drauf habe und eine höhere Angriffsgeschwindigkeit. Eine mächtige Klinge aus Keramit. Ich denke, ich bleibe erstmal bei der, die ich habe, bis auf die Deko. Wobei, wir könnten auch tatsächlich ausrüsten und dann auch verbessern, um da Mods reinzubauen. Wobei ich da vorher schauen sollte, ob ich... Weil ne, er müsste die aus meinen anderen ja wieder rausholen. Welche waren denn die, die ich sonst verwendet habe? Den hier, gehärteter Stahl, der hat nämlich die Crit-Chance. Weil ja, ich kann auch keine reinbauen, wenn sie noch keinen Rang haben. Das ist natürlich doof. Und in mir selbst habe ich momentan mehr Vitalität. Ich hätte eigentlich... Was haben wir hier unten? Denn Fähigkeitsdauer interessiert mich nicht wirklich. Schildkapazität möchte ich, glaube ich, eigentlich haben. Rüstung... Das hier ist aber das für bessere. Dann bauen wir das stattdessen mal ein für mehr Schildkapazität und können uns hier unten immer noch ein kleines Vital sowieso dazu bauen. Verlieren damit ein bisschen HP, haben mehr Zugang zur Konklave, was auch immer das soll, aber haben mehr Schild. Ich denke, Schild ist ganz sinnvoll. Ja. Werde dann jetzt aber erstmal für diese Folge hier... Ach, scheiß drauf, wir machen die Mission noch. Ich mache längere Folgen. So, und zwar wäre die Story-Quest jetzt... Rohstoff versteckt, das klingt gut. Was wäre hier? Kann ich das irgendwo anklicken? Es gibt hier noch irgendwo diese Sachen. Hier, wir sind halt Teamvernichtung, Cephalon-Eroberung und Vernichtung einer gegen alle. Das könnte ich eigentlich. Das finde ich noch verwirrend. Das muss ich mir einfach mal in Ruhe nochmal angucken, weil ich ein bisschen mehr vom Spiel verstanden habe. Wir könnten uns hier auch schon wegbewegen, zum Beispiel verschiedene Sachen. Da könnte ich zum Beispiel. Da wurde hier gerade das Mephoride, die ich bräuchte, wären hier zu bekommen. Orkentürme sind hier verborgen, die... Könnte man verschiedene Sachen machen, aber ich denke, wir halten uns erstmal an die Hauptstory, weil die werden uns das nicht ohne Grund empfehlen, dass wir da bestimmten Loot bekommen. Ich denke, da werden die was bei gedacht haben, dass sie einen auf diese Mission schicken wollen. Spawnpunkte im Korpus leveln, hacke ihre Schränke ein und verbündete immer...
Das ist anscheinend, aha. Jo, was auch immer ein MOA ist. Da werden wir aus unserem Schiff abgedroppt. Boom. Ein Eisgebiet, cool. Darvo's Intel suggests that this outpost is host to several rich supply caches. Raid the caches and take what you need. This outpost belongs to the Corpus, a secretive but extremely powerful merchant cult known to be working with the Grineer. Darvo will fill you in. Legions of robots, mindless automatons, freaking lasers. These guys are bad news, but they're also loaded, which is why you're here. Technically, this is stealing, but don't let that bother you. The Corpus aren't exactly beacons of moral forces for either. Okay. They sell anything to anyone. Don't get me wrong, I like profits, a lot. But I don't sell my wares to the damned Grineer. That's unforgivable. Dude, can I get to you? You have murdered my sons and disgraced me before my queens. But soon, the Ascaris will complete its task and bring you to me. Ich glaube nicht. Find the next cache. You almost have what you need. They spotted you. Get ready for a fight. Oh, das ist ein neues System. Cool, das kannte ich noch nicht. Oder das war, ich glaube, das gab's früher mal. Alarm successfully hacked. The location is returning to normal security levels. Nerv-Koordinaten, okay. Die haben hier alle Schilde, diese Frechdachse. Kopftreffer tun ihnen trotzdem weh. Überfallkisten eingesammelt. Aha. Was auch immer genau diese Kisten sind, habe ich noch nicht verstanden, die wir hier finden müssen. Wir werden sie aber sicherlich irgendwann die passenden finden. Er nutzt mich jetzt einfach noch nach draußen. Kopf ab. Ha, funktioniert. Kann ich hier eigentlich... Überblick, aber hilft uns leider auch nicht wirklich weiter. Ist immer noch da irgendwo hin und da oben und da. Erstmal hier rum. Ich glaube, das ist leichter, oder? Hey, irgendwo hier ist das. Da müssen wir eine. I see. Ja, mit unserem neuen Schwert machen wir jetzt natürlich bei weitem noch nicht so viel Schaden, aber können es damit halt langsam aufleveln. Deswegen setze ich es halt auch ein, damit wir da tatsächlich vorankommen. Das ist der Container, den wir suchen, gut zu wissen. Good work, but you're not done yet. Und ein Haufen Zeug drumherum, Erfahrung, Sachen, ich denke, die werden wir alle irgendwann für irgendwelche Craft-Sachen brauchen können. Deswegen sollte man sie alle mitnehmen. Wir rausrennen, mal schauen. Schon mal jemand erwischt, bevor er uns was konnte. Er hat eine Granate irgendwo her. Erwischt. Ich finde diesen Effekt cool, bin aber nie in der Lage, ihn im Kampf einzusetzen, weil ich dafür nicht geschickt genug bin. Die ganze Zeit Geräusche, als wäre hier schon wieder irgendwas. Shit, das ist ein Alarm. Den müsste aber eigentlich irgendwo ausmachen können. Nein, der geht zwischendurch aus. Okay. Erwischt. Sehr schön. Stealth Kill. Das dürfte unserer Waffe weiterhelfen. Warum auch immer wir dafür einen Stealth Kill bekommen haben, der hat uns eigentlich sehen müssen. Stufenaufstieg. Level 1 Kronos, ja, das Ding wird besser. Und quasi pro Stufe kann man einen Punkt an Kapazität reintun, so wie ich das verstanden habe. Wir wollen es also aufleveln, damit wir mehr Mods reinbekommen. Die Level sehen übrigens alle, vom Schema her sind die sich recht ähnlich, weil es einfach einen Satz an Leveln gibt, die sich einfach nur in unterschiedliche Farbe tunken. Was ich aber in sich mit leben kann. Es hätte nicht so schön, als wenn jedes Level individuell wäre, aber ich kann halt verstehen, dass Level einfach wiederverwendet werden, weil... Dann kommt man halt dazu, sie mehr zu nutzen.
Das zählt als Stealth-Kill? Oh, wow. Das war kein Stealth-Kill, das hat aber einen Bonus gehabt. Da ist noch was. Na, reagier, geht doch. Gesundheit voll, Energie, Credits. Credits ist gut. Da müssen wir hin. Da kommen wir da nicht vielleicht irgendwie so rum hoch? Ja. Wobei ich mir jetzt gehofft, ich hätte gehofft, ich kann mich da irgendwie an etwas vorbeischleichen oder so, das wäre lustig. Gerne das Anschleichen versuchen. Ich extra Erfahrung, weil Stealth Kill. Ach, der Erfahrungsbonus ist dann für eine bestimmte Zeit. Deswegen läuft das da oben runter, weil wir dann in der Zeit extra Erfahrungspunkte bekommen. Das ist natürlich nichts bringt, wenn wir zu dem Zeitpunkt niemanden sehen. Ich schätze, dass viele. I know. Mann, was kriegen die Energieaufladung? Dich klein müssen wir das erst weg, dann verliert sein Schild seine Aufladung. Sehr schön. Kontrolldinge, bist du zufällig eins? Ja. So, Alarm ist aus. Und ich kriege auch noch Moor. Jetzt wissen wir auch, was Moas sind. Leider ist mein Schwert gegen die nicht so effektiv. Erwischt. Oh, das ist eine Modifikation, die wir gerade gefunden haben. Sniper? Nee, doch, das müsste eigentlich eine sein. Weil da stand jetzt Munition. Vielleicht ist es doch keine. Aber sehen vom Prinzip her auch immer so aus, dass noch was hinter mir. Und jetzt hat es, wenn wir uns die Kiste jetzt endlich rausholen. Der Only came for, ja, aber es wird garantiert sich noch irgendjemand auf uns gleich stürzen und uns das Leben schwer zu machen. Der. The Ascaris has reached your mind and rendered your lotus mute. You will return to me over your own free will. Ach ja, werde ich das? Sehe ich aber anders. Nahkämpfer sind cool, die mag ich, die haben keine Rüstung. Was haben wir hier noch? Blut. Aber man merkt schon, einen Raum in dem Schema haben wir heute schon gesehen, an einer anderen Stelle, wo da war eins der zu vielen Dinger drin. Vielleicht noch irgendwas? Ja, da. Und sehr schön, da kam das Schildding zuerst. Das macht das also, das Aufladen, das macht das etwas einfacher. You can see. Ready your weapon. You don't say. Der Alarm ist, was das angeht, immer recht eindeutig. Das
müssen wir das dann... das war ein Gott, den wir bekommen haben. So, das muss zuerst weg und jetzt müssen wir mal wieder in Deckung. So. So kriege ich das mit dem Effekt hin. Schauen, dass ich den vielleicht zwischendurch mal benutzen kann. Aber jetzt hat er einfach nicht funktioniert. Kisten gesammelt haben wir. Da muss ich wieder hin. Da konnte ich den Alarm noch ausmachen. Ich weiß nicht, ob sowas XP gibt, aber ich mache es einfach meistens. Alarms have been reset. Vielleicht noch ein bisschen mein Schwert nutzen. Weil das ein bisschen gewöhnungsdürftig ist, weil man da nicht mit der linken Maustaste zuhaut, wenn man das hat. Sondern immer noch mit der normalen. Also mit der normalen E zum Zuhauen von Schwertern. Gold und Dinge. Ich glaube, wir haben gerade wieder einen Alarm angemacht, aber hey, was soll's. Solange wir irgendwie ansatzweise mal wieder in Deckung kommen, ist das okay. Ach, da oben ist was ich schießen kann. Das sollten wir natürlich eigentlich entgehen. Deswegen flüchten wir uns nochmal hier hin. Wo waren das? Da. Kann ich das wohl kaputt schießen? Ja. So. Ich habe erklärt, was wir darüber geredet haben. Das ist ein Schild halt ganz klar, weil er da oben ein Schild gewonnen hat. Hört ihr wohl mit dem Alarm auf, ihr Schweinepriester? Oh, jetzt hat er was bewegt. Ich wollte eigentlich einen Moment Zeit hierfür. Damit wir es wieder aus haben, mit dem wie sie wurden gesehen. Alarm successfully hacked. The location is returning to normal security levels. Ja, dann ist ja auch ein bisschen albern, von wegen, ja, wir haben ihn doch hier gesehen, er hat uns gerade angefangen zu was. Nein, jetzt ist er wieder weg. Okay. Ich bin noch nicht zu 100% raus, wie man so benutzt man diese Dinger, also doch. Die sind nämlich cool. Der hatte ganz schön was an großen Waffen, aber im Nahkampf aber scheinbar konnten wir ihn gut genug umgehen. Und hier hauen wir wieder ab. Sehr schön. We did it. Maximale Energie. Aha. Nachladegeschwindigkeit, okay, das würde mir echt ganz gut tun. Ich bin, lade nämlich ziemlich schnell, ziemlich oft nach. Volt Rang 4, sehr schön. Schnellt leider nur bis Rang 2. Weil wir waren gerade, ob ich glaube, sogar nur Rang 1, wir waren vorher ohne Rang. Berge gut um auf 100, das waren die Dinge, die wir haben wollten. Operator, are you all right? Yes. This part of your journey is over, Tenno. I admire you for your struggle. But now... Nein, da wollte ich nicht hin. I am part of you. Oh. Wir können uns das machen. Dauert einen Tacken. We Grenier are millions strong. But with a flaw, we are diseased, rotten.
But now we have you. Du meinst wohl, du hast jetzt eine Klatsche? Operator, do not abandon me again. Build the countermeasure. Das müsste echt das hier sein. I did this for my love, my queens. You will forgive my insubordination. Sehr schön, der wurde jetzt gebaut. Ich kann noch das hier machen. Our love will be reborn. Nee, kann ich nicht. As we feed on your divine blood, our children will flourish without disease. Ah, jetzt setzen wir das ein. And I will die at last at peace. Father, grandfather, what do you think you're doing? Jetzt merkt er's. What a waste. Und jetzt haben wir es nämlich, glaube ich, entfernt. Ted up. Good. You managed to disarm Boris Ascaris. I thought I lost you. Ooh. Oh no. The Ascaris had a tampering failsafe. It's burrowed into you and armed itself. We'll need to find Bor before it detonates. Get to navigation. Boarding a Grineer ship to access the personnel records will be the fastest way to find Bor. Damit wissen wir, was die nächste Hauptstory ist. What are you waiting for? Ordis assumes finding Bor implies violence? Nein, das hat garantiert nichts mit Gewalt zu tun. Ich will mal kurz schauen, was wir hier drauf machen könnten. Ja, wir haben hier den coolen extra Dinger, aber die sind recht teuer. May I suggest you access navigation and save your life? For my sake. For my sake. Gierschlund. Wir können jetzt hier weitere einbauen. Aber wir können halt, glaube ich, den nicht doppelt benutzen. Genau, wir könnten Vitalität, aber das bringt uns nicht. Ich Fluss, maximale Energie, Ausdehnung. Ich kann's Reichweite. 5% Feindradar, ja, warum denn nicht? Ah, weil ich jetzt passende Symbol habe, ist das dort auch besser. Aber wir haben leider hierfür, wir könnten das Symbol nochmal gebrauchen, aber das Symbol habe ich hier doch, da hätten wir das. Das könnten wir noch dazu nehmen, das muss nämlich preiswerter, wenn diese Symbole übereinstimmen. Dann haben wir ein bisschen mehr Konklavangänger, ein bisschen mehr Fertigkeitsdauer, wird mir wahrscheinlich nicht viel bringen, aber hey, was wir haben, das haben wir. Operator, you have remembered well how the Tenno armed themselves. Danke. Ich wollte eigentlich mal schauen, wie das aussieht, wegen Kapazität, wegen Möglichkeiten für Blaupausen. Ich hätte, es gibt ein paar Waffen, die ich gerne hätte, sowas hier zum Beispiel, aber das kostet das ein Vermögen. Die sehen ja auch schon cool aus. Wenn ich XP, das sind nur Kampfsterbe. Ich hätte sowas Sichelartiges, hätte ich eigentlich echt gerne. Aber Senseartig. Das sieht auch cool aus. Das auch. Das ist das Standardschwert, das wir haben. Aber gut, hier kann man sich die Dinge halt für Platin kaufen, aber es ist halt echt Geldkorrespondenz. Davon habe ich noch 10 Stück. Ich weiß nicht, ob man sich da einfach mal mehr von erspielen kann, aber den würde ich auf jeden Fall nicht verschwenden wollen. Bolto sieht ja auch lustig aus. Ich denke, es ist am sinnvollsten, wenn ich erstmal ein bisschen Credits sammle. So, Hauptstory sagt Warspreis. Sehr schön, kommen wir voran. Aber das dann erst beim nächsten Mal. Ach, mein Gott, habe ich lange gespielt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.